So, folgendes ist passiert. Ich habe endlich begriffen, dass ich hier meine Sachen verkaufen kann. Ich kann hier einfach, zum Beispiel, wenn ich noch einen Fahnenfeuer übrig habe, kann ich jetzt hier verkaufen. Zack, und schon habe ich Geld. Und dann, tja, schon kann ich hier mal wechseln. Und dann, ich hätte gern mal das, was du nicht. Ach so, da, so das hier. Rote Beete bräuchten wir einmal. Minus 30 ist das schon mega einfach zu klären. Das ist schon, schon habe ich Geld für alles. Muss ich nur mein Inventar verkaufen. Gut, was kosten denn deine Schulden hier? Kalebs Geld, 400 brauchen wir. 400, 400, nee, 400 brauchen wir jetzt noch. Kopfkratz. Und ich habe es die ganze Zeit nicht gesehen, dass ich jetzt hier mit dem Mausklick einfach hier. Jetzt können wir zum Beispiel, ja, was haben wir denn hier? Muscheln. Können wir erstmal alle verkaufen. Die bringen nicht sonderlich viel, aber. Es ist natürlich blöd, dass wir das jetzt. Ach, natürlich können wir auch gleichzeitig. So, was hast du noch? So, was bringt denn hier überhaupt irgendwas? Muscheln, die bringen nicht sehr viel. Kräuter. Muss halt hier irgendwie Geld mitkriegen. Hier 99, da haben wir halt. Da können wir was von kriegen. Das ist gut, dass wir auch Steine eingesammelt haben. Die Steine, die bringen natürlich auch. Und ich zaster hier. 5 war da 9,99 von haben. Willkommen zurück zu Cookie Clicker. Ja, das ist rentabel. Sehr gut. Haben wir noch irgendwo von viel Rohkupfer? Davon haben wir auch noch ein bisschen was. Hauen wir raus. Haben wir gleich die 400 zusammen. Das ist ja großartig. Noch ein bisschen Metall. Und die 400 haben wir zusammen. Ja, mit dem Geld. Und wir gehen die Schulden abbezahlen. Großartig. So muss das doch. So muss das, meine Damen und Herren. So, macht es nur 10 auf wahrscheinlich. Ich habe Kalebs Geld dabei. Ich sag ihm, seine Schulden bei der Bank sind nun beglichen. Schulden? Kurz nachdem er auf die Insel kam, hat Kaleb mich um einen Kredit gebeten. Er hat vor dem Geld die Werft beim Hafen gebaut. Und er hat den Kredit seitdem bei mir abbezahlt. Er ist mein bester Kunde. Das ist toll. Jemand hat mir gesagt, dass er sehr viel Geld hat. Oh, das weiß ich sogar sicher. Er hat wirklich viel Geld. Aber er gibt es nicht aus. Hier gibt ihm die Quittung. Jetzt sind wir quitt. Er hat viel Geld und wir müssen für ihn das Zeug beraten. Das ist ja wirklich der, ja. Jetzt bringt er die ganze Quittung zurück. Nee, nicht verlassen. Was haben wir noch für Quests? Ich glaube, Tinte sollte ich noch zurückbringen. So, noch eine Quest für Tintenfass. Da muss ich noch Tinte kaufen. Geld haben wir jetzt. Das können wir ja jetzt besorgen, indem wir unser ganzes Hab und Gut verkaufen. Ja. So, Madame. Ich habe 0. Okay. 68 habe ich. Sehr gut. Was brauche ich denn noch? Ich brauche Tinte. Verkauft einer von euch Tinte? Bestimmt. Farbstifte, die kann ich jetzt kaufen. Für Dingens. Für Napapon. Keine Tinte. Skandalös. Und so vielleicht verkauft der uns Tinte. Keine Tinte. Kirschen. Schlafsack. So ein Dummkerl. Seine wirklich nicht. Einer von euch muss doch Tinte haben. Die wir kaufen können. Ich kann mich doch sogar daran erinnern. Auf etwas oder macht ich Marker. Ja. Stift. Maxwahlstifte, ja genau. Besorgen. Kuh. Da muss ich erstmal mehr Zeugs verkaufen. So. Zander.
Brauche ich den für eine Quest oder bin ich mir nicht sicher? Baumwolle. Das können wir verhökern. Oh, reicht erstmal. Verkaufen. Den grünen wollten wir. So, Inventar. Was haben, wo haben wir es jetzt? Grün und braun Wachsmalstift. Gehen wir mal zu Napapon. Vielleicht finden wir ja bei am Hafen. Vielleicht finden wir dort Tintenfass. Vielleicht können wir da Tintenfässer kaufen. Vielleicht. Jetzt kann man hier die Quests abarbeiten. Das ist doch herrlich. Das hat mir jetzt natürlich keiner gesagt, dass ich da. Vielleicht hat es mir sogar jemand gesagt in den Kommentaren. Ich produziere das Ganze ziemlich vor. Aber ja. Ja, gut. So muss man halt selbst drauf kommen. Blind Let's Play. Willkommen in der Wunderwelt der Blind Let's Plays. Findet man dann erst durch Zufall heraus. Was denn? Sind dir die Stifte nicht genug? Ich hatte doch hier die Quest. Hatte ich nicht die Quest, dir was zu bringen? Ach, die Lila will die feine Dame haben. Ist Napopo eine Dame? Hm. Verkaufst du zufällig Stifte? Einen violetten bräuchte ich. Hm? Nein, verkaufst du zufällig nicht. Ach je. Hätte ich nachgucken müssen. Jetzt habe ich den grünen umsonst. Ja, umsonst nicht, aber. Brauchen wir bestimmt auch irgendwo für noch. Und hops. Einfach durch die Hecken durch. Na super, da kann ich rüberlaufen. Was für ein hässlicher Köter. Das haben die gesagt, nicht ich. Das wäre verkaufte Stifte. Violett brauche ich. Verkaufst du einen violetten Stift? Verkaufst du nicht. So ein Mist. Komm an einem anderen Tag wieder. Nichts zu viel Tinte. Schade. Okay, können wir die Quest von noch nicht erledigen. So, brauchen wir noch irgendwas? Für eine Quest. Ah, ich kann jetzt Tauchbrillen. Bestimmt im Hafen. Tauchbrillen könnte ich jetzt besorgen. Hm. Jetzt kann ich auch jede Menge Saatgut holen für die Insel. Ich kann reich werden, weil ich immer mehr verkaufe und so. Großartig. Ich habe das Spiel jetzt endgültig entdeckt. So hier Hafenstore. Ja, ja. Violett. Willst du was von mir kaufen, Bienenkönigin? Okay. Meeresmuscheln. Was hat's gekostet? Was kostet die Welt? 50. Sehr gut, dann können wir auch die Quest machen. Tauchbrille. Sehr gut. Ich brauche mehr Tauchbrillen. Baumwolle. Alle machen bitte. Hm. Aber den Verdacht, dass wir davon noch. Oh, 500 für einen Papierkorb. Hm, vielleicht sollten wir uns ein Hotelboot. Naja, gut, ich kaufe mir erstmal. Habe ich erstmal 4 Tauchbrillen. Müsste ich mir noch angucken. In dem Video, wie das funktioniert. Bei den Tauchern, da kriegen wir das schon hin. Können wir die Quest auch weitermachen? Ach, du verkaufst Zwiebeln. So ist das. Kanep, hier ist deine Quittung.
Du hast alles schön geglichen. Das freut mich. Aquila hat mir gesagt, dass du sehr viel Geld hast. Na stimmt, warum hast du Illegan dann um einen Kredit gebeten? Die Bank hatte damals ein Sonderangebot. Zum Kredit gab es damals einen Satz. Das Geschirr. Warum hast du nicht einfach das Geschirr gekauft? Es war im Sonderanfertigung. Wirklich wunderschön. Noho hat es weniger gefallen. Hier hast du ein paar Münzen. Danke für die Quittung. 50 Münzen, vielen Dank. Ich will 400. Ich will 400. Verdammte. Hallo. Zwiebel. Jetzt haben wir auch das Rezept. Nee, das ist ja schon kacke. Ich hatte ja schon meine Zwiebel. So, wie sieht's bei den Quests aus? Das haben wir natürlich noch nicht. Ja, okay, rote Beete müssen wir auch anpflanzen. Raumsgericht. 2 Zwiebeln bräuchte ich dafür. Okay. Ach, die muss ich noch ernten. Tinte. So, lernen wir die machen. Fische fangen. Stift. Okay, dann können wir jetzt eine Popon zumindest befriedigen. Silberbarren. Okay, eine Popons-Quest haben wir erledigt. Vielleicht können wir das auf unserer Insel geben. Da ist doch ein Apropon auf unserem... Was ist das eigentlich mit dem Schiff? Bug oder... Was für ein Ding? Na gut, ich muss sowieso erstmal Zwiebeln pflücken. Dann kommen wir zurück. So, offene See. Naja, so offen ist das nicht. Da hinten ist unsere Insel. Heimatinsel. So, hier mal Zwiebeln ernten und rote Beete anpflanzen. So, hops. So, hier mal. Na, Popon, können wir mit dir. Ich habe den Farm dabei. Sehr gut. Hey, mal mir aber nicht das Boot an. Tut mir leid, das sind Jajas Regeln. Wachsmalstifte. Sehr gut, die Quest haben wir auch. Napapons Quest erledigt. Okay. Achso, ja, die bleibt hier noch weiterhin. Okay, zumindest haben wir dann hier... Nur müssen wir noch was bringen. Silberbarren und Fische müssen wir fangen. Dann haben wir hier die 2 Seiten leer. Was haben wir alle Zutaten für Armans Rezept? Ja, Zwiebeln und Rotbeete, das müsste jetzt unser Ding sein. Sein, wir finden noch heraus, wie wir Tinte herstellen. Ernten. Sehr gut. Her damit. Jetzt müssten wir noch die Quest erledigt haben, oder? Sehr gut. Rotbeete anpflanzen. Nicht mit der Axt. Rote Beete sehen. Sehr gut. Dünger haben wir noch dort. Sehr gut. Jetzt nicht mehr. Können wir es auch zurückstellen? Können wir natürlich nicht. So, einmal gießen bitte. Bevor der Brunnen wieder austrocknet. Sehr gut. Wachse meine rote Beete. So, ich schau mal hier, ob wir Tinte herstellen können. Tinte. Da brauchen wir Tintenfisch. Natürlich. Tintenfisch. Verkauft bestimmt jemand auf dem Markt. Wo komme ich Tinte her? Kann ich hier vielleicht irgendwo angeln gehen und damit Tintenfisch fangen? Ich bezweifle es. Da hinten hat man noch einen Angelstand. Ich glaube, da gab es Flunder. Ich habe Flunder mal gegessen, das hat mir gar nicht geschmeckt. Es hat ja kaum Fleisch dran.
Die Flunder, die ich mal. Ich glaube, in Kiel war das, wo ich in meinem Urlaub in Kiel gemacht habe. Hier Flundern, genau hier. Ich habe keine Schnur für meine Angelrute. Stimmt, die hast du ja verkauft. Ja, gut. Wird auch schon Schlafenszeit. Können wir mal ein bisschen schlafen. Mal die Zeit überwinden. Die rote Beete braucht zum Wachsen. Jo. Flunder hat mir gar nicht geschmeckt. Ich mag am liebsten Lachs. Lachs, ja, das schmeckt lecker. Oder hier, wie hieß das? Und jetzt Matthias, das ist hier auch ganz gerne. Mhm. Fischbrötchen, also das ist, ja, das ist, also als ich jetzt in Stralsund, hieß das, als in Stralsund war im Urlaub, da habe ich am Hafen, oder der Hafen, war ein Hafen, habe ich am Hafen Fischbrötchen gegessen. Mhm. Sehr schön, muss man mal. Wenn man mal an der Ostsee ist, sorry, würde ich Nordsee sagen, wenn man an der Ostsee ist, dann muss man Fischbrötchen essen, das ist wirklich, matches Fischbrötchen, ja, leckere Fisch, wo wir gerade drüber geredet haben. Irgendwas fehlt noch, essen wir es halt noch nicht. Essen wir heute Äpfel. So, ein bisschen abbauen. Steine lassen sich gut verkaufen. Wenn wir mal viele davon haben. Das bringt ordentlich Geld ein, wenn wir da 99 Steine haben. Da haben wir uns, ja, 400 haben wir damit gekriegt für 99 Steine. Das lohnt sich. Lohnt sich doch mal durch die Gegend zu schippern. Tintenfisch, wo gehen wir Tintenfisch her? Ich will mir gerade den Tank auffüllen. Schaden tut's nicht. Ich habe den Tank aufgefüllt. Brav. Mal kurz erinnern. Sehr schön. Das löst noch keine Zwischensequenz aus. Vielleicht tut's das irgendwann. Vielleicht haben wir da irgendwann Schlüsselmoment, wenn wir uns daran erinnern. Ich wüsste immer noch gerne, was mit Jaja passiert ist. Wir haben die im ersten und im zweiten Part mal gesehen, aber die ist dann verschwunden. Was müssen wir hier bauen? Hammer. Brauchst du einen besseren Hammer für, oder was? Hühnerstall. Brauchen wir Bretter und Nägel. Nägel haben wir noch nicht herausgefunden. Bretter und Nägel. Kriegen wir vielleicht auch bald ein Rezept dafür. Gut, Mittagszeit. Ich mache mal ein bisschen Schlaf. Mittagsschlaf. Oh, ich habe den ganzen Tag verschlafen. Wie kann denn das? Oh, ich muss gießen. Das wäre nicht schlecht. Ach, viermal kann ich noch. Oh wei. Muss warten, bis Regen kommt. Oder wie war das mit dem Auffüllen des Brunnens? Wie das funktioniert. Gestrüpp. Kann ich das schon entfernen? Wahrscheinlich nicht. Auch einen besseren Hammer. Für das Gestrüpp, natürlich. Schlafen. Können wir das so cheaten oder? Ja, nicht so. Ja, nicht so. Wir verschwenden damit nur Wasser. Müssen wir mal den Tag aushalten. Ein bisschen länger müssen wir schon. Können wir nicht sofort wieder schlafen gehen. Müssen wir schon was erlebt haben. Brombeeren sammeln zum Beispiel. Gut, ansonsten würde ich wieder zurück nach Quelis fahren und dort mal in den Quests weiter gucken. Was haben wir denn so in Quests, die wir noch erledigen müssen? Außer das Schwimmen gehen. Ach ja, die rote Beete, das haben wir sowieso.
Ja, wir könnten Bram mal seinen Zwegs bringen. Für Tinte brauchen wir noch den Tintenfisch, so war das. Und angeln gehen können wir dann noch. Sieht gut aus. Und wenn die Sidequests dann gelöst haben, dann bleibt uns nur noch die Hauptaufgabe. Dann müssen wir hinsehen, müssen wir dazu sehen, dass wir tauchen lernen. Ja, das habe ich ja beim ersten Versuch nicht so gut hingekriegt. Und die müssen wir noch nach unten tauchen können. Ich habe hier nur, wenn die nur zur Seite geschwommen, hin und her. Und hängen wir schon hin. Wird bestimmt inzwischen ein YouTube-Let's Play dazu geben. Außer meinem. Irgendwo ein Walkthrough, was man anschauen kann. Ah, was macht das Ding hier? Feuerlöscher mitten im Weg. Bin ich bisher mal drüber gesprungen. Ach so, ja, der Kollege will sein Zeugs. Giovanni Mo. Ah, ja. Kollege, ich hab was für dich. Es war gar nicht so kompliziert. Na, doch, war es schon irgendwie. Ich musste erst mal herauskriegen, wie ich hier Sachen kaufe. Sachen verkaufen. Das ist immer eine schwere Geburt. Vielen Dank, Chor. Mal sehen, was mein Onkel dazu sagt. Zutaten. Wie hat deinem Onkel das Essen geschmeckt? Hast du ihm das Essen gebracht? Nein. Du traust dich nicht, oder? Du hast ihm gerade erst die Zutaten übergebracht. Was, wenn es ihm nicht schmeckt? Vielleicht findet er es schrecklich. Oh. Vielleicht wird er böse auf mich. Er wird nicht böse auf dich sein. Er ist doch dein Onkel. Wenn es ums Kochen geht, kann er sehr streng sein. Da kennt er keine Verwandte. Ist das so? Möchtest du, dass ich es ihm bringe? Würdest du das tun? Natürlich. Sag ihm nicht, dass ich es gemacht habe. Oha. Galizistischer Oktopus. Natürlich sage ich ihm, dass das von dir ist. Soll ja kein Fremder den Lohn kriegen. Oh. Pflanzenöl. Kann man auch interessante Nahrung kriegen. Magst du neue Gerichte auszuprobieren? Ich kann Gerichte kritisch unter die Lupe nehmen, wenn du das meinst. Mein Geschmackssinn ist herausragend. Mal sehen. Der Tintenfisch ist etwas zäh. Der Rest ist in Ordnung. Das ist ein ziemlich gutes Gericht. Hast du das gekocht? Nein, Bram hat es gekocht. Bram? Ich habe ihn noch nie alleine kochen lassen. Das ist eine Überraschung für mich. Er hat mir noch nie seine Gerichte gezeigt. Hat der das eigentlich auf der Flosse gemacht? Oder irgendwie muss der doch in den Truck reingegangen sein. Das hat der stand doch die ganze Zeit. Ach, egal. Er hat mir noch nie seine Gerichte gezeigt. Also hat es dir geschmeckt? Nun ja, es war nicht schlecht. Also für den Anfang, das kann man doch wohl. Das kann man doch wohl loben. Sollst du ihm das besser selbst sagen? Ein neues Rezept. Ja, dann brauchen wir die Zutaten für. Siehst du, das war gar nicht mal so schlimm. Nein, das stimmt. Es scheint mein Gericht zu mögen. Aber hat mir ja eine Menge neue Aufgaben gegeben. Wie steht das denn? Um ein echter Koch zu werden, muss ich anscheinend viele Dinge lernen. Er hat mich gebeten, Fackeln entlang des Weges zum Strand aufzustellen. Du Armer, ich glaube, ich brauche ein paar Materialien. Könntest du mir dabei helfen? Na sicher, Stoff. Jetzt müssen wir Stoff besorgen. Gleich die nächste Quest. Ich hört nicht auf. Stoff, da brauchen wir Faden für 3 Fäden. Das ist ja. Baumwoll habe ich jetzt, glaube ich, alles verkauft, oder? Muss ich neu kaufen. Baumwoll anpflanzen. Gut, dass man die Quest hört hier wirklich nicht mehr auf. Für Avan. Tintenfass. Ja, da brauchen wir Tintenfisch. Müssen wir hier vielleicht dann Quedis mal nachgucken, wo da irgendwo
Tintenfische fangen können.